Europäischen Parlament, die vielen Abgeordneten gliedern sich in Fraktionen. Und jede Fraktion hat natürlich politische Berater. Einer davon ist Herr Lindemann. Er ist Berater bei der EVP-Fraktion. Herr Lindemann, wie macht man das eigentlich? Politischer Berater einer Fraktion. Was macht man da vorher? Was muss man gelernt haben? Nun, die meisten, die den Job machen, die waren vorher Assistenten von Abgeordneten, Mitarbeiter in Büros. Um Berater zu werden, muss man einen Fraktionskonkurs absolvieren. Das ist eine mehrstündige Prüfung. Da wird man schriftlich geprüft über sein Hintergrundwissen und dann auch mündlich über Allgemeinbildung. Es wird auch natürlich so ein bisschen geprüft, ob man politisch so ein bisschen in die Fraktion passt, weil wenn man gegen seine Überzeugungen hier arbeitet, dann ist das auf Dauer nicht gesundheitsverträglich. Das ist wohl relativ klug. So, und dann gibt es in jeder Fraktion politische Berater, und zwar für jeden Ausschuss. Sie sind für den Industrie-, Energie-, Forschungsausschuss zuständig. Wie viele verschiedene Gesetze oder Gesetzgebungsvorhaben müssen Sie denn da betreuen? Ist ja nicht nur eins. Ja, insgesamt haben wir im Ausschuss eine ganze Menge aus den verschiedenen Bereichen, die Sie gerade ansprachen. Das sind parallel immer so 40, 50 Gesetzgebungsverfahren und auch andere Berichte. Aber wir sind in dem Ausschuss, der Industrieausschuss ist natürlich ein großer Ausschuss, da sind wir 4 Kolleginnen und Kollegen. Und mein Bereich ist mehr so ein bisschen der Klima- und Energiebereich. Das ist so die Schnittstelle zwischen dem Industrie- und Energieausschuss und dem Umweltausschuss. Und ich habe immer parallel so 10, 12 Verfahren auf dem Schreibtisch. Wie lange arbeitet man da eigentlich am Tag? Wann fangen Sie morgens an? Wann hören Sie abends auf in der Regel? Darf das meine Frau hören? Nein, das sind schon Tage zwischen, also manchmal hat man 8 Stunden Tage, manchmal hat man auch 10, 12 Stunden Tage, insbesondere wenn wir die Plenarsitzungen in Straßburg haben, dann ist das ein sehr intensiver Tag, da fängt man morgens um 8 Uhr an und hört abends um 8 Uhr oder 10 Uhr auf. Was machen Sie denn bei den Gesetzen? Ich meine, lesen Sie die oder was heißt Beratung? Was passiert da? Es hat eine technische Komponente, das heißt, man begleitet das Gesetzgebungsverfahren technisch, dass die Fristen eingehalten werden, dass die Berichte rechtzeitig vorliegen und dass dann auch die Abstimmungen vorbereitet werden. Aber es hat natürlich auch eine politische Komponente, weil Abgeordnete sind nicht nur in einem Ausschuss tätig, Abgeordnete sind in vielen Bereichen tätig, haben dann daheim noch ihren Wahlkreis. Das heißt, man muss die Sachen auch ein bisschen genauer lesen und gegebenenfalls auf Fallstricke hinweisen und so ein bisschen Szenarien vorbereiten für die Strategie einer Fraktion. Ja, und dann machen Sie da auch die Listen, also die Abstimmungslisten. Also wenn es in Straßburg eine Sitzung gibt, wo dann abgestimmt wird, machen Sie die Liste zu dem einzelnen Gesetzgebungsverfahren. Wie viele Seiten hat so ein Dossier, wenn es ein großes ist? Das kann schon mehrere hundert Seiten haben. Allein die Abstimmungslisten, wo wirklich nur für jeden Änderungsantrag eine Zeile vorgesehen ist, haben oftmals 30, 40 Seiten. Und das ist natürlich schwer, da den Überblick zu behalten. Ne? Und da ist auch unser Job, das mit den verschiedenen Abgeordneten aus den verschiedenen Delegationen und Nationalitäten zu koordinieren, dass die Fraktionslinie einigermaßen kohärent ist, aber auch mit den anderen Fraktionen sich auszutauschen und Mehrheiten zu organisieren für die Linie der Fraktionen. Ja, da ist ja auch in der eigenen Fraktion, sind ja nicht immer alle einer Meinung. Ne? Insofern ist das ja auch noch Arbeit, da Ausgleich zu organisieren. Das ist viel Arbeit, aber das macht die Sache natürlich auch schon spannend, ne? Weil man hat hier so viele Konstellationen in den verschiedenen Fraktionen durch die nationalen Hintergründe der verschiedenen Delegationen, dass es oft unvorhersehbar ist, wie eine Gesetzgebung am Ende ausgeht, aber das macht es auch spannend. Abwechslungsreich ist die Sache. Ja.